How could this happen? Is Kurt dead? We won't see him again? No. That's not fair. You only just found him. Please come back. You have to come back, Kurt. Sophie, it's all right. We have to let him rest now. Captain. Huh? What is that? Da kommt wieder unser Lieblingskönig. No. Ah, you beautiful thing. Come to me now. Los, mach das. Schieß ihn ab. Setz Magie ein. Er guckt einfach zu. Mir egal. Ist ja nicht meine Geschichte. Do not interfere. Bah. Scheiße, sein Schwert kann schießen. Not you again. Look at that! Is it just me or is she glowing? It seems that you and I are fated to battle. I will not be destroyed. You cannot stop me. Sophie. Perfect. Now to finish things. Richard. Und jetzt haut ab. Wir beenden jetzt die Sache. Tschüss. Just when we managed to stop the experiment. Richard, that just can't be him. It just can't. No human could have possibly done that. Und Richard hat alles versaut. All of our Aleth is now gone. And in addition to that, it was stolen away by the King of Windor himself. That scum! This is nothing less than an act of war! And don't think that you'll be slinking away either, guards! One moment there, Chancellor Eigen. Wasso? What are you doing here? Oh, ich liebe es, wenn Pascal ihren Namen sagt. I'm here before you today as the overseer's representative. You mean to say that you speak for the Amarcian overseer? Yes, greetings, Chancellor. I come here bearing a personal message for you. We humbly request that you spare all of these people and leave them to our care. The actions of King Richard endanger not only your country, but all of the kingdoms in the world as well. The Overseer has chosen to devote all the Marcia's resources to resolving this terrible threat. And to that end, we require the information these people possess. But my country has suffered a great outrage and I cannot. The Overseer also said one more thing. Depending upon your answer, we may be forced to recall all engineers who currently provide aid to the government of Fendel. She hopes this won't in your face. And that
we can continue to enjoy a mutually beneficial relationship for years to come. Ugh, so be it then. I leave this matter in the hands of the Overseer. Everyone move out! Was so? That was a serious threat you just made. Did the Overseer really say that? Of course she did. Huh, you're gonna make a great Overseer someday. Your timing was totally perfect too. The question is, how in the heck did you know we were here? Your sister Fourier returned and informed us that the Falconess was in very grave danger. Fourier! I'm sorry about the Falconess, but we couldn't save it. So what do you think we should do now? We have no idea where King Richard will strike next. Actually, the Overseer did mention something about that as well. Oh, she did? She believes that King Richard will most likely make for the Lestalia. Lestalia? The Lestalia is the core of our planet, and the only true source of all the Kreas in the world. Here, Pascal, I have something for you. This is the key to the Archive of Wisdom. There is much about the Lestalia that still remains hidden even from the Overseer. But she believes you can find more information about it within the Archive of Wisdom. You sure it's okay for me to go inside it? The Overseer believes you have learned a great deal from recent events, so she has decided to bend the rules for you, but just this once. Wow, she really said that? Well, let's check it out, Pascal. Agreed. The time for caution is over. We must seize any hope, no matter how faint. I'm staying here. Captain? I have to. I am responsible for Kurt's work and continuing the revolution. I am, in my heart, a man of Fendel. I will not abandon my people again. I fear there's little point in you taking up the torch of revolution now. Why not? Kurt's final wish was for the Falconess research to be completed and his people rescued from misery. If there is any hope for completing this mad task, then we must find and defeat King Richard. I think you should come with us. Come with us. Show the world what it really means to be a true man of Fendel. Hubert. I'm coming too. Kurt totally trusted me after all. Captain Malik, please. We still need your guidance and your instruction. Asbel. You're too good to me, my friends. It will be an honor to have you with us, Captain Malik. I'll remain here. There are still many delicate matters to discuss with Chancellor Eigen. Also, the Overseer will be here soon. I'm sorry I can't go with you. Don't worry about it. We appreciate all the help, Poisson. All right. Let's head back to the Amarcian Enclave. Right. Yes. So, den Wissensarchivschlüssel. Wunderbärchen. So, die Gruppe hat sich wieder vereint. Skid, nein. Gibt es hier noch irgendwas? Bin mir jetzt nicht so sicher. Irgendwo? Da kann man irgendwie durch, aber anscheinend noch nicht. So. Ja, Marschen Anklage. Ja, Marcianische Enklave. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich diesen. Ich nehme jetzt mal noch
5 Minuten Aufenthalt, das sind 2 Parts auf, so 2,15 Minuten Parts. Doch trotzdem noch mal speichern. Weil es ist jetzt doch ein bisschen länger gewesen. Da werde ich wahrscheinlich den Kampf gegen Kurt hier in einem Part packen und die ganzen Szenen hier noch mal dahinter. Jop. Klingt nach dem Plan. Jop. Bin ich auch. So, gegen Usch. Gegen Usch. Genau. Ins Wissenarchiv, mein Gott. Ich werde schon mal auf dem Weg zur Enklave gehen. Titelmäßig hat sich nichts verändert. Wie konnte das denn passieren? Ins Wissensarchiv. Let's tell you. The Kree is core at the center of the world. Why would Richard go to such a place? Hey now, take it easy. Once we hit the Archive of Wisdom, all will be revealed. How are you doing, Sophie? You didn't seem like yourself when we saw Richard earlier. Is there anything you want to talk about? I'm fine. Please don't worry about me. I wanted to stop Richard because we're friends. Well, okay, if you say so. Come, let's get back to the Amarcian Enclave. Kurt, I wasted my life on half measures. But no more. I will fulfill your dying wish. I promise you. Ja. Alle haben ihre Ziele jetzt wieder vor Augen und ich sammle mal ein paar Sachen hier ein. An die bin ich nämlich alle vorbeigelaufen. Ich hätte vielleicht ein paar Items kaufen sollen. Weil mit nur 10 Tränke des Lebens reinzulaufen. Oh, magische Katar. Estelles Katar, die Stimmen der unter den Bäumen verschalten Leichen. Punkt, Punkt, Punkt. Und Tales of Vesperia. Die weibliche Protagonistin. Geh weg. Guck mal, ob ich noch einige Quests und so abgeben kann, ein paar Sachen lokalisieren kann. Dann mach mal einen Schnitt. Nee. Okay. Zeig mal. Oh. Ah ja, ein Aal habe ich hier freigeschottet, als ich das hier hochgelevelt habe. So, ein Stempel erhalten. Also Waffen. Muss ich mal gucken. Oder Quests. Wir sind in Savert. Meerbasse. Laterne. Wir könnten auch da zurückgehen und die ganzen Quests abgeben, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Bin ich ein Arsch, ne? So. Immer noch alles. Was ich, da können wir uns schon mal auf dem Weg zur amerikanischen Enklave begeben. Dann können wir direkt davor einen Schnitt machen und dann sind wir direkt da und dann sind wir alle glücklich. Nee. Okay. Unser nächstes ist der Lastalia, der Kern der Welt. Die einzige richtige Elfquelle. So wie ich das mitbekommen habe. So, und jetzt sind wir schon direkt da und jetzt kein Speicherpunkt. Ich vergaß. Verdammt. Und hoffentlich kommen wir hier mit 10 Cutscenes oder so. Aber ich würde dann gerne mal einen sicheren. Danke. Meine Aufnahme sichern. Auf dass die dieses Mal jetzt ein bisschen besser gelungen ist. So, okay. Wir können nochmal hier durch die Gegend latschen. Dann würde ich mal sagen. Wir. Oh, Ring 13 mal 1. Dann sacken wir uns erstmal Schokolade ein. Guck mal hier mal ein paar nach den Anfragen. Mondfußkette. Mystische Verlockung, okay. Okay. So, Verbrennung. Du kannst maximal SK lernen. Blätter. Satta lernen. Warte mal, Revitalisierung würde ich gerne. Effektbereich plus 20%. Ja. Oh ja. Und was kannst du noch lernen? Werkzeit runter, ja. Ich mal ein bisschen produktiver hier die Dinger ballern. So, reicht schon. Hey, ich habe noch einen Stangenknochen. So. Wieder was gelernt. Ding wieder auf Level 5 gebracht. Faustass.
Engelsflug, erlernte Art. Ja, das ist, glaube ich, für ja, Art hier die vierte Stufe davon. Was haben wir hier noch? Spielsammler. Ja. So, ich wollte hier nur den Effektbereich haben, ehrlich gesagt. Tugendaura, das glaube ich ein. Früher habe ich mal Tugendaura gelesen, habe ich mir auch gefragt, was? Und dann habe ich mir nach Tugendaura, bin ich beämmert. Wirkungszeit, mehr brauchen wir davon nicht. Probieren entfernen und Mystic Arts dafür da, aber nee, die brauchen wir nicht. Noch nicht. Was macht hier einfach? Und. Was hier? Nee. So oder so immer. Machen wir das hier. So. Dann. Okay, jetzt geht. Dann habe ich jetzt hier 30 Minuten aufgenommen. Werde in zwei Parts alles einteilen. Ihr werdet ja natürlich schon längst gemerkt haben, aber was soll's. Egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graceset. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.